Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Space 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, da oben blinkt schon wieder irgendwie eine Meldung. Vasat erreicht. Das ist... Moment, wo ist Vasat jetzt? Hier. Okay, ja, wenn wir Vasat jetzt erreicht haben, müssten wir denn jetzt nicht hier so eine leuchtende Linie haben, so wie hier? Okay. Hacking-Ereignisse, Vasat erreicht. Wir können beginnen, den Knoten zu hacken. Okay, dann gehen wir mal auf den Knoten. Und verschlüsseln den. Verschlüsseln. Ich kann es nicht auswählen. So, Vasat, verschlüsseln. Ja, wir haben nicht genug Bandbreite verfügbar. Alles klar. Okay, wir haben nur noch 10 Bandbreite über und verschlüsseln kostet 15. Jetzt muss ich echt mal gucken, was denn so viel Bandbreite braucht. Also hier... Was? Hier hinklicke, komme ich irgendwo hier in die Mitte? Das ist klar. So, Moment mal. Das... Hintertür auf Octans. Okay, gut. So. Verschlüsseln... Auf Saints, alles klar. Operation Abbruch. Alles klar, stimmt. Ah, okay, so langsam wird mir was klar. Also wir haben ja dieses Ereignis gehabt, dass eine Hacking-Operation schiefgegangen ist oder wir entdeckt worden sind. Daraufhin habe ich die ja abgebrochen und deswegen haben wir jetzt hier so ein Malus, eine Strafe. 30 Bandbreitenkosten für 5 Züge noch. Okay, dann werden wir einfach mal für 5 Züge das Hacking komplett ignorieren. Da habe ich irgendwie auch nichts gegen und wir beenden den Zug und schauen weiter. Nicht zugewiesene Hacking-Operation, ja. Alles klar, ich weiß Bescheid. Und weiter geht's. Naja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen sehr negativ in den letzten Folgen über das Hacking geäußert. Ich bin einfach nicht sicher, wie dieses Feature genau... Ja, super, okay, zu verwenden ist. Und wir werden hier momentan bombardiert mit Nachrichten dazu, jetzt auch wieder. Sehen Sie, es ist kompromittiert. Das System wurde gehackt. Auswirkungen können sofort sichtbar werden oder weitere Nachforschung erfordern. Überprüfe am besten deinen Technologiebaum, deine Ressourcenproduktion sowie deine aktiven Gesetze. Was? Okay, ich überprüfe meinen Technologiebaum. Okay, sehe ich hier irgendetwas? Verbindung, fehlgeschlagen, abgesperrt, ist alles... Hier kann ich auch keine... Keine... Ja, ich sehe nichts. Ich habe es geprüft. Ich sehe hier nichts, was auf ein Problem hinweist. So. Ressourcenproduktion, gut, die habe ich nicht im Kopf jetzt. Wir können bei Saints mal gucken. Die Zahlen sehen aber für mich noch alle recht normal aus und zumindest im Kopf nach dem, was vorher da war. Und die aktiven Gesetze, okay. Wir könnten eh noch ein Gesetz aktivieren. Wir haben momentan nur gerechter Zorn aktiv. Aber auch hier sehe ich jetzt so kein Problem. Okay, also ich glaube, wir müssen mal in die Hacking-Ansicht selber gehen nochmal. Also Saints war ja das System, was kompromittiert war. Da ist momentan Verschlüsseln aktiv. Entfernt alle entdeckten Hintertüren. Okay, Moment. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht mehr das Hacking. So. So, ich will ja jetzt nichts machen. Ich weiß auch nicht, Leute. Dies ist dein Primärsystem. Pass gut drauf auf. Ja, sicher. Natürlich. Ich sehe aber auch jetzt keinen negativen Punkt. Also, boah, ja, Leute. Machen wir weiter. Tief durchatmen ist beendet. Keine erhöhte Sichtweite mehr auf unsere Flotte. Ich glaube, das ist die, die hier so weit rausgeflogen ist. Schauen wir mal, bewegen wir die mal eben ein Stück. Ja, der Sichtradius ist... Der war hier noch sehr breit, jetzt ist er wieder sehr schmal. So, wir sind auch bald bei Lisul. Das ist übrigens schon bevölkert von...
zu einem Schauen, wer das ist. Rot, ja, wir kennen eigentlich nur einen bisher. Und das ist, genau, Horatio. Das sind auch die, die die Akademie entdeckt haben bisher. Na, jetzt fliegen wir da einfach so rein. Wollte ich ja auch gar nicht. Ist mehr oder weniger versehentlich passiert. Gut, okay. Nächste Runde. In dieser haben wir nichts an Ereignissen sonst. Und wir sind jetzt mit unserer Flotte immer noch nicht zurück bei Serte. Ah, die Akademie-Macht, Akademie-Macht wurde erhöht. Helden können jetzt mit Stufe 2 rekrutiert werden. So, wir müssen hier zurück nach Serte. Ah ja. For Horatio is willing to speak with you. Alles klar, distanziert, das ist die erste Kontaktaufnahme. Your contact with us brings more worry than joy. Horatio, do not trust you. Hm, sie vertrauen uns nicht, sagt er. Ja, wir könnten mal schauen, ob wir irgendwas Sinnvolles. Wir könnten natürlich sowas wie Krieg, sowas wie Karten, da geteilte Karten können wir machen. Das kostet aber sehr viel. Wir haben viele Einflusspunkte. Mal schauen. Würden sie eh nicht so gerne machen. Sind scheinbar an unseren Systemen nicht so sehr interessiert wie wir an ihren. Okay, dann lassen wir das erstmal sein mit dem Handel. Und wir fliegen jetzt nochmal hier weiter. Eine neue Nebenzivilisation, die Illo. Oh, das ist interessant, weil das ist da neben dem System, wo die Horatio kolonisiert haben. Und wenn wir jetzt uns dort mal, ich sag mal, einschleimen und gucken, dass wir das System integrieren, dann hätten wir hier einen ziemlich coolen Außenposten, sag ich schon mal, in der neuen Konstellation. Das würde uns einfach Tür und Tor öffnen. Sagen wir, wie es ist. So, verzeiht bitte. Okay, die Flotte hat sich bewegt. Ist denn die andere jetzt mal da? Nein, wie viele Runden dauert es denn noch? Noch 2 Runden, okay. So, weil noch ein Relikt ist gut. Wir kriegen ja Forschung dadurch. Also, genau das, wo wir extremen Rückschlag haben. Ein neues Ereignis. Die Zukunft der Vergangenheit. Was zuerst aussah wie ein riesiger Asteroid, der sich dem Stern deines Systems näherte, hat sich als Teil eines alten Planeten herausgestellt, der vor Jahrtausenden zerstört wurde. Interessant sind jedoch die Überreste einer außerirdischen Lebensform auf der Oberfläche. Was wirst du tun, bevor die Überreste des Planeten ausbrennen? Ja, okay. Das ist alles schön, aber sind kurzfristige Effekte. Und wenn ich überlege, wie lange wir momentan brauchen, um zu forschen. Hier, wir haben hier mit, ich glaube, 40 Runden angefangen für diese Forschung. Dann ist das alles schön hier, aber das hier, eine neue zufällige Technologie, ist, glaube ich, genau das, was wir nehmen sollten. Und genau das werde ich auch tun. Was haben wir bekommen? Wo steht's? Keine Ahnung. So, Preis für Militärschiffe sinken. Welche Technik haben wir denn, welche Technologie haben wir bekommen? Es kann eigentlich nur diese hier sein. Belastungsfreie Anlagen. Okay, die G-Dienstleistungsbörse, Systemevakuierung und Pulvisproduktion für mehr Dust. Ich glaube, dass es diese hier ist. Nee, Moment, die haben wir aber auch schon. Xenologische Anthropologie. Hm. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Schirm. Vielleicht passiert das auch erst noch mit dem Geschenk, sage ich mal, mit der zufälligen Technologie. Wir schauen mal. So, jetzt sind wir auch gleich in Serte. Und dann werden wir dieses Relikt uns schnappen. So. Das ist diese neue Aktion für uns. Relikte beschaffen. Oh, dauert 4 Züge. Flotte kann sich in der Zeit natürlich nicht bewegen. Es kann nur ein Relikt gesammelt werden. Alles klar. Wir hätten jetzt auch noch 2 Sonden. Ich würde sagen, dass wir die vielleicht dann mal zuerst starten. Das sind ja auch kolonisierbare Planeten dabei. Zumindest einer davon. Den würde ich mal durchscannen erstmal. Da entdecken wir nämlich Titan. Das ist sehr gut. Außerdem
Ein neues Ereignis. Die Rotation eines Planeten in diesem System ist an die eines Sterns gebunden. Eine seiner Hemisphären ist in ständiges Licht getaucht. Eine längst vergessene Zivilisation hat diesen Planeten offenbar als gewaltige Farm benutzt. Heute wächst üppiger Dschungel über ordentliche, aber mittlerweile kaum mehr zu erkennende Reihen von Nutzpflanzen. Okay, das gibt plus 1 pro Bevölkerung im Imperium. Plus 1 Nahrung. Wer war das dieser hier? Mhm. Nein. Egal, wir scannen auf jeden Fall noch eine weitere Anomalie und dann werden wir hier das Relikt beschaffen. Und hier finden wir einfach 50 Dust für uns. Okay, also Relikt beschaffen. 4 Runden dauert das Ganze. Nächste Runde. So, inzwischen ist es ruhig geworden ums Hacking. Ich schau mal rein. Die 5 Runden sind jetzt aber auch noch nicht um. Doch, die sind um. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal nach Zanes. Und schauen mal. Moment, da habe ich doch gerade was gesehen. So. Nee, ich dachte, ich hätte was... Das will ich doch gar nicht. Also merke, nicht draufklicken. Hacking. Zack. Ich will keine Route, ich will das hier machen. So. Verschlüsseln. Ja, das ist ja schon aktiv. Stimmt, das sieht man aber erst. Ja, ich dachte, das wäre weg. Aber man sieht es erst, wenn man drauf fährt. Okay. Dann habe ich nichts gemacht. Ja, aber dann tun wir eigentlich schon alles, ne, was wir an Abwehrprogrammen haben. Mehr können wir nicht tun. Dann lasst uns doch mal versuchen, einen neuen Ort zu hacken. Wir nehmen als Zielsystem Zanes. Oh mein Gott. Werde ich es hier lernen? Nein, offensichtlich nicht. So, zack. Klick. So, und dann gehen wir nach Vazaat wollten wir. So. 21 Runden, oh mein Gott. Ja, Moment, das können wir, glaube ich, auch anders machen. Denn, wie war das noch? Welches System hatten wir zuletzt erreicht? Dieses hier. Da haben wir eine Hintertür. Das heißt, wir können von hier starten und nach Vazaat gehen. Und das dauert dann nur 6 Runden. So machen wir es. Okay. Ist halt echt wirklich merkwürdig, dass wir diese Hacking-Reihe jetzt gar nicht mehr sehen. Sonst gab es ja hier so ein... Leute, ich glaube, ich kapiere das einfach nicht. So, nächste Runde. Das andere Schiff habe ich auch schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Also ich bin überhaupt nicht gut drin in diesem Spiel momentan. Das Ding ist einfach, dass mich dieses Hacking wirklich irritiert. Feindliche Rückverfolgung festgestellt. Jetzt haben wir wieder genau das Gleiche. Ich lasse die laufen. So, eine neue Solo-Quest, wichtige Werte. Die galaktische Volkszählung steht bevor und auch wenn du größere Sorgen hast, erinnerst du dich dennoch an die weisen Worte eines deiner klügsten Ratgeber. Ein großer Anführer wird oft nicht an seinen Leistungen gemessen, sondern an den Statistiken, die er hinterlässt. Vielleicht ist es die Anstrengung wert, um deine Spur in der Geschichte zu hinterlassen. Oder in der Geschichte, an die sich die Datenbanken erinnern werden. Ein Ziel auswählen. Parade, bauen oder bevorraten. So, häufe in weniger als 20 Runden ein Vermögen von 1096 das in deinem Imperium an. Das würden wir locker hinkriegen. Das hätten wir, glaube ich, schon in 2 Runden erledigt. In drei bis vier Runden. Bauen. Generiere in weniger als 20 Runden 109 Produktion in einem deiner Systeme. Dazu muss ich mal kurz nachsehen. Wir produzieren hier 79. Das können wir, glaube ich, auch so schnell nicht steigern. Kriegen wir plus 10, dann haben wir 89. Nee, das schaffen wir nicht. Wir werden Bevorraten machen. Das ist natürlich hier jetzt wieder... Wir machen das. Komm, gibt 80 Einfluss. Das können wir immer gebrauchen. Ende des Ereignisses. Raumfahrer bleibt Raumfahrer. Okay, jetzt haben wir wieder mehr Produkte. Nee, ne?
Ne, okay, das ist schon der neue Wert. Wir hatten ja einen Produktionsabzug, aber der ist inzwischen auch erledigt. So, die Aktion läuft. Jetzt habe ich aus dem Fenster rausgeklickt. So. Die Aktion läuft weiter. Stationen für Exowissenschaft sind gebaut. So, jetzt müssen wir hier schauen. Jetzt sollten sich die Werte hier deutlich geändert haben. Haben sie auch, denn wir hatten hier nur 20. Hier hatten wir, glaube ich, 12. 20, die habe ich mir nicht gemerkt. 20. Wir hatten minus 15 Abzug. Dann sind wir aber auch lange noch nicht auf 20 runter. Das heißt, dass wir jetzt nicht mehr diesen Tempel hier aktiv haben, bringt enorm was für unsere ganze Produktion. Für alle, durch alle Gebiete halt. Und ja, wird jetzt halt noch besser in 4 Runden durch bessere Produktion. Dann geht das mit den öffentlich-privaten Partnerschaften auch noch ein bisschen schneller. Dann dauert das nicht mehr 4 Runden, weil wir müssen von hier nach hier rechnen. Und ja, alles in allem gut, dass ihr mir gesagt habt, dass der Tempel da nicht existieren darf. So, die Flotte jetzt aber mal bewegen. Sollen wir mal eine Anomalie scannen? Ich denke, das tun wir einfach, denn wir haben ja auch noch diese Quest aktiv, dass wir 10 Kuriositäten scannen müssen. Hier hätten wir eine. Sehr schön, eine Technologie. Ausrüstung aus Adamantian, ein Modul. Sehr, sehr schön. Das mit den Schiffsmodulen, das sollten wir uns auch, ja, sollten wir nicht mehr allzu lange mit warten. Ich fliege jetzt in diese Richtung. Und wir gehen in die nächste Runde. Denn unsere Schiffe sind natürlich jetzt, ja, nicht auf allerhöchstem Niveau. Gucken gleich mal in die Schiffsdesigns rein, sobald die Runde beendet, also berechnet wurde. Okay, so, Schiffsdesigns haben wir hier. Das sind unsere 4 Designs, die wir am Anfang haben. Wir fliegen momentan ja mit den Erkundungsschiffen rum. Das sind die Anwärterschiffe. Die können wir mal bearbeiten. Und da sehen wir schon, hier ist noch Platz für mehr. Und auch, was den Antrieb angeht, könnten wir jetzt schon aufrüsten, denn wir haben hier einen, der allerdings dann Hyperium zum Bau braucht. Aber 4 Bewegungspunkte. Hier haben wir nur 3. Kosten erhöhen sich natürlich dann für so ein Schiff. Ist klar. Hier haben wir einmal die verbesserten Sonden. Da haben wir momentan auch noch nichts Besseres. Hier haben wir die einfachen ultradichten Geschosse. Da könnten wir umstellen zum Beispiel auf Strahlenwaffen. Das sind jetzt Projektile, also Kinetikgeschosse. Dann haben wir hier Laser- oder Strahlenwaffen. Und natürlich noch die Raketen halt eben. So, ja, wir könnten eine Panzerung einbauen. Hier ließe sich zum Beispiel eine Panzerung aktivieren. Dann sind die Schiffe etwas verteidigungsfähiger, ne? Wir könnten... Ja, wir könnten natürlich diese Sonden installieren. Oder diese hier, die sind noch besser. Hyperium-Sonden. Ah, Mann. Leute, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Panzerung lasse ich weg. Mehr Waffen müssen aus meiner Sicht nicht zwingend sein. Wir haben jetzt hier Projektile. Also ich bin eh nicht der Projektilwaffen-Fan. Ich verwende lieber Strahlenwaffen. Aber nehmen wir diese beiden. Das Schiff ist natürlich jetzt deutlich teurer. Na komm, nehmen wir noch ein bisschen was für ein Schild. Okay, komm. Das ist teuer, ne? Alle diese Schiffe kosten jetzt immer zum Bau 346 Produktionspunkte und 2 Hyperium. Wenn wir ein Schiff aufwerten, was schon was älter ist, kostet es, also vom alten Design jetzt 217 Dust und 2 Hyperium. Und laufende Kosten sind 7. Ich werde das machen. Das ist jetzt Anwärter 2. Und wir schauen uns jetzt mal eben kurz an. Wir haben ja 1 bei Serte. Das wird fertig in einer Runde. Dann schicken wir das hoch zum Nachrüsten. Und dieses hier, das lassen wir einfach noch ein bisschen weiterfliegen jetzt. The Vordiani and our church acknowledge you.
So, die Vodiani haben wir entdeckt oder sie haben uns entdeckt. Mal kurz schauen, ob sie hier irgendwo rumfliegen gerade. Ne, keine Ahnung, wo die jetzt herkommen, ehrlich gesagt. Das hier ist ein Schiff der Piraten. Wo sind die? Sind die irgendwo durchgeflogen und ich habe es nicht gesehen? Ne, keine Ahnung, wie die jetzt auf uns kommen. Kann natürlich sein, dass sie eine viel höhere Scanner-Reichweite haben und uns irgendwo schon sehen, wo wir sie noch nicht sehen. Das würde mir dann aber auch zu denken geben. Aber gut, das kann natürlich sein. So, jetzt sehen wir... Tat Industriearchitekt fehlgeschlagen. Besitzer als erster 20 Systemverbesserungen in deinem System. Ja, da habe ich mir mit dem Tempel auf jeden Fall unter anderem verbaut, dass das funktioniert. Wir sehen, die Relikte sind weg. Und mindestens ein Relikt wurde durch eine Suche und Erkundung geschafft. Ja, jetzt haben wir hier oben zwei Relikte. Und die generieren jetzt Wissenschaft. Und jetzt müssen wir schauen, wie viel Wissenschaft wir generieren. Das hätten wir vielleicht vorher nachschauen sollen. Jetzt haben wir momentan 136 Wissenschaft pro Zug. Ja, ich hätte es mir merken müssen. Das ist natürlich jetzt schade. Okay, wir schicken jetzt das Schiff zum Aufrüsten erstmal zurück. Nach Seerte. Und wir werden in Seerte jetzt ein Kolonieschiff bauen. So, das ist der Bittsteller hier. Den ziehe ich jetzt hier hin. Der ist in 4 Runden dann fertig. Weil der braucht nicht 4 Runden. Ne? Das ist, hat mich am Anfang immer verwirrt. Der braucht nicht 4 Runden zum Bauen, sondern der ist in 4 Runden fertig. Der braucht also 2 Runden eigentlich. Wenn das Ding nämlich fertig ist in 2 Runden, dann braucht der nochmal 2 Runden und dann der nochmal 4. So muss man das rechnen. Okay. Schiffe bewegen. Okay, und wir werden angegriffen in Graffias von Piraten. Jetzt müssen wir uns die Schlacht mal ansehen. Wir haben einen Pirscher gegen uns. Das ist ein kleiner Angreifer und der ist gut auf mittlerer Distanz. Wir sind gut auf kurzer Distanz. Das heißt, wir werden eine Taktik wählen und das ist auch schon automatisch hier passiert, wo wir auf kurze Distanz gehen. Wir haben hier diese drei Angriffszweige, nenne ich sie mal. 1, 2, 3. Und das sind diese Linien hier. 1, 2 und 3. Und wir sind auf der mittleren Linie positioniert. Können das im Moment auch gar nicht ändern. Aber wir sind auf der mittleren Linie und auf der mittleren Linie gehen wir hier in Kurzreichweitengefecht. Was für unser Schiffstyp auch genau das Richtige ist. So, wir wollen nicht zusehen. Und die Chancen sehen allerdings auch nicht so schlecht aus. Wir hoffen einfach mal, dass es klappt. Wenn es klappt, kriegen wir 20 Forschungspunkte pro zerstörten Befehlspunkt. Das wäre einer. Aber 20 Forschung ist 20 Forschung. So, jetzt wartet mal kurz. Das ist ein Erkundungsschiff. Wo ist denn Graffias nochmal? Kann ich nochmal gucken? Das ist hier unten. Ach Gottchen, das Schiff, was so weit weg ist. Ja gut, okay. Also, kämpfen. Ich mache jetzt keinen Rückzug. Wir gehen einfach mal das Risiko ein. Oh, wir haben es nicht geschafft, wir sind zerstört worden. Das heißt, ein Erkundungsschiff weniger. Gut, dann bauen wir gleich ein neues. Das spart uns auch die Refit-Kosten. Okay. So, das eine Schiff. Oh, da ist auch ein Pirat. Schaut mal. Auch ein Pirscher. Wenn der uns jetzt angreift, blüht uns hier wahrscheinlich das gleiche Schicksal. Das heißt, unser eines Schiff hier zur Verteidigung. Ganz, ganz schlecht. Ich schicke das Schiff mal zurück nach Zanes. Und wir werden das Design auch mal eben aufmöbeln. Das ist der, was war denn das? Ist das ein Bittsteller? Nein, Moment, das ist ein Junker. Junker-Schiff, genau. Das haben wir gebaut. Oder Aufseher. Nein, Junker. Vom Aussehen das gleiche Design wie der Aufklärer. Okay, bearbeiten. Das heißt, der hat ja auch die gleichen Punkte eigentlich. Ist das jetzt redundant, was wir machen? Aber gut, einen besseren Antrieb braucht er nicht. Der braucht eigentlich nur gute Waffen und natürlich Schilde. Wir packen hatten die jetzt Projektilwaffen, die Piraten? Kann ich das vielleicht noch sehen? Natürlich nicht. Gut, dann dann gehen wir so aufs Geratewohl. Wir machen Laser rein. Also wir machen eine Verteidigung gegen Energiewaffen. Also Schilde.
Vorne sind ja auch die einfachen Panzerungen. Dann haben wir beides ein bisschen. Dann gehen wir mal zurück auf Angriffsmodule. Da haben wir momentan zwei Kinetikgeschosse. Was ist das denn hier? Ah, Schwarmraketen, okay. Warte, das möchte ich mir mindestens einmal ansehen, wie das aussieht dann. Unspektakulär. Wir gehen auf Laserwaffen. Auf Phaserwaffen. Also Phasenstrahlen. Strahlenwaffen. Und zwar hier komplett jetzt. So. Dann ist das das neue Design für den Junker. Wenn der gleich oben ankommt, werden wir ihn aufrüsten. Ja, und dann natürlich auch gleich noch einen zweiten bauen. Aber nach, ja, vor dem Kolonieschiff noch. Und neues Aufklärungsschiff brauchen wir auch. Okay. Bei den Schiffsnamen bin ich nicht sicher, ob ich das so lassen möchte. Anwärter, Bittsteller, das ist mir irgendwie nicht eingängig genug. Kann ich das hier nicht bearbeiten? Kann ich nicht. Dann machen wir das anders. Kann ich es kopieren? Auch nicht. Unser Kolonieschiff. Die Rezitation-Klasse. Wir brauchen ein Koloniemodul. Wir hätten gerne rudimentäre Verteidigung. Das geht da gar nicht mehr hin. Okay, nee, dann... Wir wollen schnell sein. Das ist nur ein Punkt, das rechtfertigt das nicht. Und was können wir hier noch einbauen? Das ist noch ein Multimodul. Tarnstufe 1, okay. Könnten natürlich auch zwei hiervon einbauen. Möchte bei der Verteidigung aber doch auf Schilde gehen. So, okay. Das also unser Kolonieschiff. Design erstellen. Jetzt vergleiche ich das mal kurz. Kolonieschiff mit dem Bittsteller. Das kostet 180, das kostet jetzt natürlich 241, ist ein bisschen teurer. Hat dafür 9 Bewegungspunkte. Wir haben einen Hauch mehr Lebensenergie. Ja, komm, der Bittsteller kommt dann weg. Das ist jetzt doof, dass ich es nicht mehr umbenennen kann. Also warum kann ich denn keine Designs umbenennen? Weil mir geht jetzt auf den Keks, dass das hier abgekürzt ist. Egal, wir lassen es so. Ich hätte sonst Colonizer geschrieben jetzt. Einfach um zu gucken, ob das passt, ja. Das passt. Ja, dann nehme ich das. Komm. Dann nehmen wir das. Also, wir haben gesagt Schilde. Kolonisierer. Zwei Antriebe. Anwenden. So, jetzt ist das schon zwei. Nee, das ist ja auch doof. Oh Gott, oh Gott. Dieses ist ja wirklich umständlich. So, erstellen. Jetzt nochmal Colo. Wir können es auch abkürzen. Nee, Colon ist ein schlechter Abkürzungsname. Für alle, die ein bisschen was mit Medizin zu tun haben, die wissen bestimmt warum.
Wir nennen das Kolonizer. So, fertig. Jetzt verbringe ich schon viel zu viel Zeit in diesem Designer. So, fertig. Kolonizer und den Erkunder. Den muss ich mir jetzt noch mal kurz anschauen. Ja, okay, ich hoffe, ich kriege das dann hin. Den nennen wir jetzt Recon für Aufklärung. Das kann man sich hoffentlich merken. So. Da haben wir gesagt, er soll schnell sein. Da wollen wir die guten Sonden haben. Da hatten wir diese Waffen drin, und zwar die Phaser und die Raketen. Und wir brauchen noch Schilde. Schilde, Schilde, Schilde. Da. Okay. Und dann ist das unser Recon. Und der Anwärter verschwindet. Den Aufseher brauche ich offen gesagt gar nicht. Wobei, wir werden den Junker auch löschen. Den Aufseher werden wir auch löschen. Und wir werden ein neues Schiff erstellen aus der... aus diesem Schiffsdesign. Da steht Rolle Beschützer, weil wir hier zwei Defensivslots haben, und bei dem Beschwörung haben wir auch zwei Defensiv, aber wir haben hier noch mehrere Möglichkeiten. Wir können hier noch mehr Defensiv einbauen. Wir haben zwei Multi, also Hilfsmodulslots, zwei Waffenslots. Hilfsmodul, Waffenslot, Verteidigung. Also eigentlich können wir den auch nehmen. So, und das wird dann unser Angriffsschiff. Wir wollen auf die Phasenwaffen gehen. Wir wollen auf Schilde gehen. Schilde und Panzerung. Und wir brauchen noch Antrieb, und dann nehmen wir den. Den besseren. So, und das ist jetzt unser... Ja, das ist eigentlich ein kleines Attack-Schiff. Das nennen wir, weißt du, wie wir das nennen? Das ist ein Scout. Scout ist eigentlich auch Aufklärung, ne? Das lassen wir sein. Wir nennen das, es ist für uns eher ein Verteidigungsschiff. Wir nennen das Defender. Okay. Also Aufklärung, Kolonie, Defender. Da haben wir das Schiffskonzept mal auf Vordermann gebracht. Und dann beenden wir die Runde. Meine Güte. Leute, das war schon eine halbe Stunde. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen mit dem Schiffsdesign experimentiert. Wir haben uns ein kleines Schiffskonzept überlegt. Ich werde mir da nochmal weitergehende Gedanken drum machen, wie man dann die größeren Schiffe nennen kann. Das dann alles... zu gegebener Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, bis zum nächsten Video, meine ich. Alles Gute, bleibt gesund, euer Doc. Ciao.